Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Ich muss meinen Scheiß selbst bezahlen, weil isso.de. Ab geht's! Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu Pronoob2k Vlogged. Beziehungsweise, wie man das auch liebevoll nennt, wo ist es denn da? Sinnloses Gelaber. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen ist, dass ich da jetzt immer... Ich hatte beinahe gesagt, einblende, welches Videoformat ihr schaut, außer natürlich, ich nehme jetzt Gameplay auf, weil das nehme ich ja in letzter Zeit vermehrt wieder mit Greenscreen auf, so wegen Professionalität, war das Wort, wie dem auch sei. Ich kann schon mal vorweg spoilern, dieser Vlog wird verhältnismäßig wenig zu berichten haben, weil ich sehr wenig erlebt habe. Ich hatte beinahe gesagt, erleben konnte, nein, ich erlebt habe. Aber dementsprechend nehme ich hier einfach ein paar Sachen rein, über die ich in anderen Videos jetzt nicht so unbedingt spreche. Nämlich zwei Filme, die ich geguckt habe, von denen ich eher so minder begeistert war, wobei ich mir einfällt, ich kann noch einen dritten mit reinnehmen. Weil dieses, was, wie habe ich das denn? Ich hatte ja mal ein Format kürzlich geguckt oder so. Das habe ich aber irgendwann wieder eingestampft, wie leider so viele Formate. Aber wie dem auch sei, deswegen erzähle ich euch hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen, was ich so geguckt habe. Weswegen das mit den Videos vielleicht ein bisschen weniger wird oder so merkwürdige Abstände. Naja, wie dem auch sei, dieses ewige Entschuldigen, weshalb, wieso, weshalb, wieso, weshalb, wieso, weshalb, wieso, weshalb. Worauf ich hinaus wollte, ich fange mal an, ist ja die Aufmerksamkeitsspanne, ist ja zu Beginn des Videos größer als am Ende oder so. So wird einem das jedenfalls nachgesagt. Also nicht mir, sondern dem YouTube-Zuschauerschaftsding. Ihr habt ja nun vielleicht mitbekommen, dass ich ein Format endlich mal ins Leben rufe. Das habe ich... ins Leben gerufen habe, von dem ich schon, ich glaube, Anfang des Jahres gesprochen habe, nämlich Nestalgie. Da wird jetzt auch am Montag die dritte Folge kommen, weil ich habe jetzt, glaube ich, jetzt sogar schon noch 4 Wünsche zu bearbeiten. Dementsprechend finde ich das toll, dass das schon so gut ankommt. Da muss ich mir keine Spiele raussuchen, sondern bis jetzt wurden sich halt Spiele gewünscht. Das soll ein regelmäßiges Format sein, das so ganz dezent geklaut ist vom Onkel Weidemanns auf dem Klo mit. Ich denke, mein Onkel Weidemann kennt ihr alle, wenn nicht, also den Schroff gezockt. Wenn ihr den nicht kennt, findet ihr ihn in der Videobeschreibung. Der knabbert nämlich hart daran, seine 1000 Abos vollzukriegen und da können sicherlich ein oder zwei von euch noch helfen. Weil ich glaube einfach mal, dass vielleicht bei mir noch ein oder zwei mitschauen, die den Onkel Weidemann noch nicht schauen und damit der seine 1000 vollkriegt. Jedenfalls hat der ein Format jeden Montag auf dem Klo mit, in dem er Gameboy-Spiele anguckt. Roundabout 10 Minuten. Da benutzt er mal hier seinen schönen Männlichkeitsmuffin, wie er nennt, den er mir auch mal geschenkt hat. Deswegen benutze ich auch den auch, um die Formate, um die Folgen zeitlich zu begrenzen. Jedenfalls, um nicht lange, zu lange um den heißen Brei rumzureden. Das bedient halt nur Spiele auf dem NES. Zu manchen Spielen habe ich nicht mal Bezug, aber es heißt trotzdem Nostalgie, weil das so ein Wortspiel ist. Haha. Und ich möchte ein ähnliches Format zu einer meiner liebsten Konsolen auch rausbringen, nämlich ich habe beschlossen oder würde gerne beschließen oder wie man das nennen möchte, ich möchte ein Format ins Leben rufen, in dem ich das Vergleichbare nur mit Titeln für die PlayStation 1 mache. Nun hätte ich da natürlich auch so ein gerne, so ein grandioses Wortspiel. Ich habe auch schon mal auf Twitter gefragt und auf Facebook und da kam dann unter anderem auch mal PS I Love You und sowas, was ja dann eine Anlehnung ist an diesen merkwürdigen, weiß ich nicht, Liebesfilm wahrscheinlich, den ich nie gesehen habe. Mir schwirrt mal so dämliche Titel im Kopf rum wie Let's Play Station, ne, so Let's Play PlayStation, so in einem Wort. Aber jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, da kommt ihr vielleicht ins Spiel. Vielleicht sitzt da draußen von euch jemand, der sagt, ich habe eine richtig geile Idee für so eine Kategorie, wo du nur PlayStation 1 Spiele oder vielleicht auch PlayStation 2 Spiele, aber auf jeden Fall nicht neuer. Also anspiele und vorstelle und wie auch immer, wo ich mich nur quasi, also eigentlich hauptsächlich, sagen wir mal, Augenmerk nur auf die PlayStation 1. Und jetzt seid ihr gefragt, ob euch da vielleicht ein schlauer Titel für diese Kategorie einfällt. Eventuell, wenn ein richtig ausgefallener, geiler Name dabei rumkommt, den ich dann benutze, kann das auch sein, dass ich dieser Person eventuell einen kleinen Gutschein fürs PSN Network oder Xbox Live oder sowas oder Steam zukommen lasse, wenn der Name so richtig gut ist und ich den zukünftig nehme, damit ihr da auch einen kleinen Anreiz zu habt. Deswegen tobt euch an dieser Stelle gerne in den Videokommentaren aus, ob ihr eine Idee habt, wie man ein Format nennen kann, in dem ich mich ausschließlich mit PlayStation 1 beschäftige. Wenn ihr einen Namen findet, der übergreifend passt, dann haue ich da vielleicht sogar noch PlayStation 2 mit rein, weil auch da habe ich eine Menge Spiele, wobei ich halt wesentlich mehr nostalgische Gefühle zur PlayStation 1 hege. So, das nur mal am Rande. Dann springe ich mal zu dem Elefantenraum, Innenraum. Springe ich zu Elefantenraum? Ich habe angekündigt, glaube ich, das war Standpunkt zum letzten Vlog, hatte ich den Job noch nicht angetreten, aber wie du noch sagst, jetzt habe ich einen neuen Job angetreten, in der gleichen Firma, wie ich vorher war. Und zwar schimpfe ich mich jetzt Verkäufer im Innendienst.
Da sind meine Schichten jetzt weggefallen, das heißt, die Spätschichten habe ich nicht mehr, wo ich gelegentlich mal vor der Spätschicht noch ein Video geschnitten habe oder nachts die bearbeitet habe oder sowas. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe jetzt, momentan zumindest, muss ich immer zum 7, Viertel vor 7 da antanzen. Heißt, ich stehe so zwischen 5 und Viertel nach 5 auf, was alles ganz gut und schön ist. Der Körper kommt auch so ein bisschen in den Rhythmus, aber ich muss leider feststellen, dass sobald man dann nach Hause kommt und man zur Ruhe kommt, also ich meine, ich bin momentan im Job, ist es auch noch relativ ruhig, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wenn man nach Hause kommt, bin ich einfach irgendwie gefühlt nur todmüde. Wenn ich mich vom Fernseher hocke, ist der Abend quasi eh schon vorbei, weil ich auf dem Sofa einschlafe. Aber auch so die Motivation, einfach mal ein Spiel anzufangen oder ein Video aufzunehmen oder ein Video zu schneiden, wenn man sich so matschig und müde fühlt, das führt irgendwie so ein bisschen zu Problemen. Ich weiß nicht, ich habe den schon wieder den Anfang meines Satzes vergessen. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, habt noch ein bisschen Verständnis, wenn momentan noch ein bisschen wenig kommt oder zu ganz merkwürdigen Zeiten, so Nostalgie am Montag und jetzt so mit Mühe und Not da reingequetscht nochmal so Samstag, Sonntag, irgendein anderes Video, weil ich halt nicht nur Nostalgie hochladen möchte, sondern wenigstens noch ein zweites Video dazu. Ihr wisst es ja nun inzwischen, mein Anreiz, wie heißt denn das? Wie auch immer, ich würde eigentlich tendenziell am liebsten sogar gerne drei Videos die Woche. Aber das ist nach aktuellem Stand, da ich ja, wie gesagt, nach der Frühschicht nicht mehr viel Bock auf überhaupt irgendwas habe und das auch den Haushalt und sowas mit einbezieht, ich dann durchaus auch mal am Wochenende hier den Staubsauger schwingen muss oder einkaufen muss oder sowas, wird natürlich die Zeit nicht unbedingt mehr. Und dann ist es auch, wenn man denn vielleicht nochmal zocken wollen würde, schwierig, noch Videos zu schneiden. Ich schaffe es echt so sinnlose Sätze zusammenzuzimmern, dass ich am Ende des Satzes nicht mehr weiß, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Ja, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls jeden Montag Nostalgie und eigentlich auch immer noch ein zusätzliches Video. Am liebsten Gelaber, vielleicht auch mal noch irgendwas angedaddelt oder sonst wie was, was mir da so halt in den Sinn kommt. Jedenfalls bin ich soweit mit dem Job sehr zufrieden. Ich muss gestehen, aktuell noch, das wissen meine Kollegen immer noch, ist mir das noch zu ruhig, weil wir haben Sommerzeit, wir haben Urlaubszeit, da kommen relativ wenig Kunden. Dann sind wir dadurch, dass wir noch einen Azubi haben, momentan noch ein bisschen überbesetzt, würde ich sagen, nimmt man sich quasi gegenseitig die Arbeit weg. Aber ich bin guter Dinge, dass das besser wird und da vielleicht auch mal wieder ein bisschen Stress aufkommt, weil gefühlt unter Stress funktioniere ich am besten, beziehungsweise da vergeht die Zeit natürlich am schnellsten. Kennt wahrscheinlich jeder von euch. Auf den Feierabend warten ist, glaube ich, so ziemlich in jedem Job scheiße, obwohl es sicherlich auch Menschen gibt, die das toll finden, hinkommen, ganzen Tag nichts tun, wieder nach Hause fahren. Ich bin da jetzt nicht so zwingend der Kandidat für. Auf jeden Fall, der neue Job wächst und gedeiht, hätte ich beinahe gesagt. Man lernt täglich dazu. Also die ersten Tage waren ein bisschen furchtbar, weil du bist da neu, du kannst nichts, du kennst zwar ein bisschen die Ware, die du verkaufst, weil ich ja das vorher im Lager zusammengepackt habe, aber ist noch eine gewöhnungsbedürftige Lage für mich persönlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und vielleicht bin ich da irgendwann mal der Starverkäufer vor dem Herrn. Ist übrigens kein Telefonverkauf, falls sich das manche fragen oder manche denken, sondern wir haben ein großes Zentrallager und da ist ein kleiner abgestellter Bereich, nenne ich es mal, ein kleines separates Lager, aber halt quasi mit Eingangstür, wo die Leute direkt vor Ort einkaufen können, wie so ein kleiner Mini-Baumarkt halt mit Elektrosachen. Und da bin ich theoretisch in beratender Tätigkeit tätig, angestellt. Ich will ja eigentlich immer gar nicht so viel über den Job sprechen, nachher erzähle ich noch mehr, als ich erzählen sollte und es guckt mal der Falsche und kriegt den falschen Hals und das mal so an dieser Stelle, um dieses sinnlose Gelaber noch künstlich aufzublähen. Es kann ja gelegentlich auch mal passieren, dass ich während des Videos mir noch irgendwas einfällt, was ich erzählen möchte, was ja aber auch so die letzten Male sehr wenig geklappt hat, aber dann ist es halt vielleicht mal ein kurzes zwischenzeitiges Statement und ein Berieselungsvideo für euch. Dann springe ich einfach mal zu den beiden Filmen, über die ich ein bisschen Redebedarf habe. Ich gucke ja nun öfter Filme und ich gucke auch Serien und was und hast nicht gesehen. Aber im Regelfall gefällt mir das alles so gut und dann bin ich jetzt auch nicht so in der Materie, um da wirklich fachkundig drüber sprechen zu können. Aber ich habe zwei Filme geguckt. Von dem einen habe ich schon nicht viel erwartet, von dem zweiten schon ein bisschen, wurde aber von beiden irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil mir das nicht so zugesagt hat. Der erste im Bunde ist der Assassin's Creed Film. Da habe ich mich nie so wirklich rangetraut mit Michael Fassbender. Aber ich muss sagen, dass ich den ganzen Film über, ich bin da nicht wirklich durchgestiegen. Das war für mich eine sinnlose Aneinanderreihung an
Actionsequenzen gepaart mit ein bisschen Blabla in dieser Abstergo Corporation. Die Hintergründe, weswegen sie das machen, sowas habe ich jetzt auch nicht wirklich verstanden, wo man ja auch dazu mal sagen muss, dass ich noch nie in Assassin's Creed durchgespielt habe. Aber ich glaube auch, Assassin's Creed-Fans, die vielleicht das Hintergrundwissen haben, da dürft ihr mir gerne mal was zu sagen, sind, glaube ich, auch nicht gerade begeistert von dem Film. Das ist echt so stumpfe Popcorn-Unterhaltung. Da sollte man aber vielleicht im Idealfall die Spiele gar nicht kennen, damit man da keine zu hohen Erwartungen hat. Also fand ich irgendwie nur bedingt spannend und sinnvoll und überhaupt, ich weiß nicht, ich konnte da nicht so richtig durchblicken, warum die da so ein komisches Ding jagen. Naja, ist auf jeden Fall Assassin's Creed der Film. Ich habe 10 € für die Blu-ray bezahlt. Das ist schon in Ordnung. Im Kino würde ich mich wahrscheinlich ärgern. Was noch dazu kommt, ist, dass viele Stellen im Film ja, dass in vielen Stellen im Film, glaube ich, Spanisch oder so gesprochen wird. Aber zumindest bei meiner Blu-ray und bei dem Programm, das ich am PC nutze, nicht automatisch die Untertitel eingeblendet werden, wenn man sie bräuchte. Ich dachte zwischenzeitlich, ja, vielleicht ist es nur eine kurze Sequenz und was die da sagen, ist nicht wichtig. Das gehört vielleicht so Spanisch. Nein. Es ist, glaube ich, anscheinend durchaus vonnöten zu wissen, was die in diesen Sequenzen erzählen, weswegen ich den Film trotzdem nicht besser verstanden habe. Das Problem an der Sache, wie gesagt, der wurde nicht automatisch eingeblendet. Das heißt, ich musste den Untertitel einstellen, damit ich die spanischen Sequenzen verstehe, musste ihn dann aber händisch wieder abschalten, damit ich den Untertitel nicht in den deutschen, beziehungsweise in den übersetzten Passagen, wo sie Englisch sprechen, auch noch zu sehen kriege, beziehungsweise Deutsch übersetzt. Und das finde ich ein bisschen Panne. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Blu-ray im normalen Blu-ray-Player geguckt hat und da die Untertitel automatisch eingeblendet werden. Dann dürft ihr mir das gerne mal in die Videokommentare schreiben oder auch, was ihr halt so generell von dem Film gehalten habt. Also ich war jetzt nicht wirklich überzeugt, muss ich gestehen. Und auch der nächste Film, da habe ich im Vorwege schon gelesen, dass jetzt nicht so fürchterlich, dass es nicht so fürchterlich toll, dass er nicht so fürchterlich toll sein soll. Auch mit Michael Fassbender, nämlich Alien Covenant. Generell so die Prämisse, dass man mitbekommt, woher das Alien kommt, wie es entstanden ist, und rein generell so die Tatsache, dass sie das darstellen wollten, fand ich ganz cool. Nun basiert der allerdings auch irgendwie auf, wie hieß denn der davor? Der hieß ja nicht Alien, sondern, naja, ihr wisst schon, dieser Film, den es davor gab, da baut dieser Alien Covenant auf und soll, glaube ich, die Brücke bauen zwischen dem Film und dem ersten echten Alien. Film, aber die Erklärung, wie das entstanden ist und so, die fand ich total Panne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Alien an sich ganz toll animiert nachher irgendwann, bekommt sehr wenig Screentime, aber irgendwie gefühlt, wie manche sagen, auch immer noch mehr, als es nötig täte, was dem Alien so ein bisschen das Mysterium drumherum nimmt. Aber ich meine, einfach wir kennen ja alle, die Filme gesehen haben, wissen, was einen da erwartet. Aber wie gesagt, so diese Entstehungsgeschichte, wie das passiert sein soll und wer das gemacht hat, das wirkte für mich sehr konstruiert und sehr auf Krampf eine Origin-Story herbeigezaubert, die mich überhaupt nicht zufriedengestellt hat. Mal abgesehen davon, gut, dachte ich zwischenzeitlich, da wären so ein paar Plotholes, weil da ein Charakter auftaucht, der meines Wissens nach im Vorgänger quasi Prometheus heißt er übrigens, habe ich wahrscheinlich schon längst eingeblendet, der in Prometheus eigentlich schon gestorben ist. Ich rede jetzt extra so schwammig, weil ich nicht weiß, wer von euch Prometheus gesehen hat, wer Alien Covenant gesehen hat, wer überhaupt Alien guckt und so. Aber jedenfalls dachte ich, der wäre Plotholes. Das haben sie dann zwar nachher noch erklärt, wie und was, warum er noch lebt. Aber da waren dann auch Szenen drin, die habe ich so überhaupt nicht verstanden und die haben irgendein Virus freigesetzt. Und naja, bevor ich mich hier doch noch in Spoiler verstricke, ich kann nur sagen, das ist vielleicht was für Hardcore-Fans, die es wissen wollen, aber gerade Hardcore-Fans werden sicherlich enttäuscht sein von Alien Covenant. Das ist jetzt seichte Unterhaltung, für die man meiner Meinung nach, um ihn wirklich genießen zu können, am besten Prometheus nicht gesehen haben sollte und erst recht keinen Alien-Film, was dann natürlich einige Handlungsstränge auseinanderreißt und das noch schwieriger zu verstehen macht, aber gleichzeitig auch den Ärger mindert, wenn man sieht, was die daraus so gemacht haben. Also, ich weiß nicht, wie es euch Filmmenschen da draußen geht. Ich fand Alien Covenant und Assassin's Creed jetzt beide nicht so fürchterlich toll, auch wenn man natürlich mit Michael Fassbender einen tollen Schauspieler dafür engagieren konnte und der wahrscheinlich auch viel über den Film rettet, aber es rettet den ganzen Film an sich jetzt nicht so. Ich habe es doch schon auf 15 Minuten hier gestreckt. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe hier noch eine. Was? Job müde? Achso. Ich habe hier noch, nur noch eine Notiz auf dem Zettel, nämlich das einzige Spiel, was ich so
wirklich gefühlt bewusst im letzten Monat gespielt habe und was auch nie im neu in der Sammlung zu sehen sein wird, weil ich es auf Steam gekauft habe, nämlich Dead Cells. Also mal abgesehen, erstmal vorweg, bevor ich darauf eingehe, ich habe auch eine kleine Phase gehabt, wo ich so Shoot'em'ups gespielt habe. Ich hab tatsächlich jetzt ein bisschen Bock und Neugier. Es ist ein bisschen Neugier aufgekommen für Shoot'em'ups, da wo ich dann erstmal so nach den günstigen Ablegern suche und habe da auch irgendwie ein oder zwei gespielt, aber fragt mich nicht mehr, wie die heißt. Wie die heißen. Ich komme da nie wirklich weit. Das ist echt so ein so mal anmachen und reinspielen und gut ist. Kleine Frage an dieser Stelle: Ich bin ja so ein Fan von der PlayStation 1 und ich habe jetzt unter anderem auch eine mit Chip versehene PlayStation 1. Also effektiv besitze ich jetzt eine PS1, das erste Modell normal, eine PS1, das erste Modell mit Chip, damit ich Importe spielen kann. Nicht Sicherheitskopie, sondern Importe. Und die PS1, die ja eigentlich hier immer irgendwo steht. Habt ihr Shoot'em'ups-Tipps? Also diese mit dem Raumschiff von unten nach oben oder von links nach rechts oder wie auch immer und immer mehr Gegnerwellen abballern, upgradebare Waffen und sowas. Gibt es da Geheimtipps für die PlayStation 1? Dann haut mir die mal bitte in die Videokommentare. Und jetzt springe ich zu Dead Cells. Ich glaube, mein erstes Roguelike. Das ist ja so ein Begriff bzw. eine Spielart, die ziemlich inflationär behandelt wird. Ich musste heute erstmal Wikipedia nachschlagen, nachdem Finchy mich fragte, was ist denn dieses Roguelike eigentlich? Ich höre das überall, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist Roguelike sind wohl immer prozedural generierte Welten, also Levels, sprich wie bei jedem Spielstart ist das Level ein bisschen anders, als es im vorherigen Lauf war. Und man kann nicht speichern und immer wenn man stirbt, fängt man von vorne an. So, nun ist das halt so, dass man spielt und spielt und auch Gegner und man hat auch eine Gesundheitsleiste, also wenn man stirbt, nicht gleich ein Treffer tot, sondern man kann da schon eine Weile zusammen durch die Gegend rennen. Man schaltet sich aber dann nach und nach permanente Boni frei. Heißt jetzt nicht, dass ihr schaltet ein Schwert frei und startet beim nächsten Lauf direkt mit einem Schwert, aber ihr habt die Chance, dieses Schwert zu finden, was ihr in den ersten paar Läufen vielleicht nicht hattet. Und genauso ändert sich ein bisschen was. So bin ich auf Charaktere gestolpert. Die haben mir im ersten zwei Anläufen noch Tipps gegeben. Hier ist dies und das und jenes. Und so im fünften Durchlauf, die meistens bei mir nicht wesentlich länger als 7 bis 15 Minuten dauern, dann bin ich wieder tot. Die dann aber plötzlich auch tot sind. Und dann findest du hier einen, wo du dich upgraden kannst. Zwischendurch in den Levels findest du immer Gegenstände, mit denen du entscheiden kannst, willst du mehr Schaden machen, willst du ein bisschen mehr Energie haben oder willst du irgendwie deine taktischen Elemente aufrüsten und so. Ich blende euch da mal Gameplay ein. Das Ganze ist ganz so ein bisschen so Retro-Optik, aber nicht 16-Bit, sondern so Neuzeit-Retro, wo ich ja eigentlich auch nicht der größte Freund von bin, aber in dem Fall macht das durchaus Spaß und ja, es ist wieder, ich glaube, das ist wieder einer dieser Early Access Titel. Ich habe ja schon mal so eine Handvoll Early Access Titel gekauft. Viele haben es dann tatsächlich effektiv auch aus dem Early Access rausgeschafft. Und ich habe bis jetzt aus meiner Sicht immer nur gute Vertreter von Early Access gekauft. Nie Spiele, die dann eingestampft wurden oder die nie fertig wurden. Gut, Dead Cells glaube ich immer noch im Early Access, aber tendenziell auch ein Kandidat für mich, wo ich, wenn sie fertig sind, eine Retail-Fassung rausbringen. Ich es vermutlich auch nochmal kaufen würde. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es das auch für PlayStation 4 gab oder also ob es das auch für die aktuellen Generationen an Konsolen gibt. Ich habe es halt, wie gesagt, auf Steam gespielt. Und, weiß ich nicht, wollte ich hier einfach mal mit reinnehmen. So ein bisschen als Füllmaterial und vielleicht als Geheimtipp für Leute, die Bock auf solche Spiele haben. Ich werde euch hoffentlich Gameplay eingeblendet haben, damit ihr euch da einen Eindruck von machen könnt. Hätte man vielleicht auch ein separates Video draus machen können, aber ist eigentlich albern, wenn ich irgendwie effektiv eine halbe Stunde gespielt habe, mich da separaten Video zu befassen. In einem separaten Video damit zu befassen. Dementsprechend hier mal einfach reingeschmissen. So. Ansonsten könnte ich ja einen auf andere Leute machen und sagen, der Ausblick für die kommenden Wochen. Nächste Woche kommt Montag wieder Nostalgie mit das Spiel spoiler ich nicht, ist aber auch ein Zuschauerwunsch. Dann wird vermutlich nächste Woche das Neue in der Sammlung kommen. Weil der Berg lacht mich hier schon die ganze Zeit an und ich möchte die Spiele langsam mal einsortieren und die Kartons wegräumen und so. Und ihr werdet dann schon sehen, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall habe ich im Juni zumindest geldmäßig ganz schön zugeschlagen. Spieletechnisch ist das auch ein ganz guter Hümpel. Also seid gespannt, wenn euch das Format interessiert, was ich mir da so zugelegt habe. Eure Fragen, meine Antworten wird es sicherlich diesen Monat, weiß ich nicht. Ja, doch diesen Monat vielleicht auch noch geben. Oder nächsten Monat auf jeden Fall sowas und was sich so halt ergibt. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für dieses PlayStation-Format, gerne in die Videokommentare hauen. Eventuell könnt ihr da eine Kleinigkeit gewinnen, einen kleinen Gutschein für eine richtig ausgefallene, gute Idee, die ich übernehme. Ich habe mir so ein kleines komisches Gerät geholt, über das ich vielleicht nochmal ein Video verfassen möchte.
Und naja, also an Ideen mangelt es mir, was heißt Ideen? An Videomöglichkeiten mangelt es mir nicht, nur so ein bisschen an der Motivation, die Zeit, die ich habe, auch zu nutzen. Aber wir schauen mal, was da so kommt. Wenn ihr dieses Video seht, bevor Sonntag ist, kann das sein. Ich verspreche gar nichts, deswegen plane ich es nicht. Aber es kann sein, dass ich Sonntag um 20 Uhr nochmal live gehe auf YouTube, wenn YouTube mitmacht oder so. Und eigentlich einen Livestream zu Dead Cells präsentiere, wenn ihr da Bock habt, mir beim Fehlen zuzugucken, zuzuhören, seid ihr da herzlich eingeladen. Ansonsten schaue ich mal einfach, wer da spontan zuschaut, wenn ich Sonntagabend einfach einen Stream anmache. Ja, in diesem Sinne, das war der Vlog für diesen Monat. Nicht viel passiert. Ich denke mal, gut, der Vlog für den Juli wird auch noch relativ unspektakulär, wobei hier jetzt ja schon ein bisschen Juli mit reingeflossen ist. Ich mache das jetzt ja nicht mehr irgendwie Anfang des Monats, aber immer so im Monatsrhythmus. Nach dem August, der Mo Rückblick, der Vlog nach dem August, meine Güte. Der wird wahrscheinlich etwas spannender, weil da steht die Luecon an im August, da steht die Gamescom an und vermutlich auch noch ein Wöchelchen oder ein paar Tage Urlaub nach der Gamescom. Da wird es sicherlich was zu sehen geben, wieder irgendwas mit Finchi zusammen und so. Naja, das war es an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen unterhalten, auch wenn ich das hier wenig sinnvolle Informationen oder nützliche Informationen waren. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr meine Videos so konsumiert und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.